Moin Moin Leute, ich bin Lenikopus Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem wundervollen neuen Undertale-Projekt. Wir spielen heute nämlich Undertale Overtime und das ist tatsächlich eins der Undertale-Games, was vollständig fertig ist. Das gibt sehr, sehr selten, deswegen rastet bitte aus, es ist krank. Freunde, komm, ich gebe euch kurz Zeit. Raste kurz in den Kommentaren aus, lasst schon mal einen Daumen da, komm. Haben wir das direkt abgehakt, komm, kurz. Hast du? Ja, komm, mach. Hast du? Okay, wunderbar. So, wir spielen jetzt nämlich Overtime, den Pacifist Run. Haben wir schon gemacht, der ist hier verlinkt, falls du nochmal zusehen möchtest. Wir spielen jetzt Undertale Overtime in dem No Mercy Run. Oder wie viele ihn auch immer nennen, den Genocide Run. Ich sag gerne No Mercy Run. Wir schauen uns trotz dessen nochmal einmal das Intro an, damit wir komplett hier reinstarten können. Schwupp. For years, two rivals ruled over Earth, red and blue. Es gab rot und blau, für die ganzen Jahre schon in letzter Zeit. Und die Anführer, the Man Brothers, die Man-Brüder, haben 8 Mercenaries jeweils für ihr Team engagiert. Und die haben diese Leute engagiert, um in den Badlands zu kämpfen und in den USA für globale Domination, also für die Überhand. Miss Pauling, travel to the Badlands and terminate the Man Brothers. Miss Pauling soll zu die Badlands und die Man Brother umbringen. Ansonsten sind sie gefeuert. Also das ist unsere Aufgabe, wir sind Miss Pauling und müssen die umbringen. Thunder Mountain, 1966. 66. Was auch immer den Mercenaries passiert, ist komplett egal. Und jetzt sieht man schon fast, dass der No Mercy Run in diesem Spiel eigentlich der richtige Weg ist. Weil sonst sagt man ja immer, hey, eigentlich immer alle schön am Leben lassen, alles muss Gucci bleiben. Aber hier ist unsere Aufgabe sogar, dass wir wie Agent 47 in Hitman 3, wie von Hanno verkörpert, da sollen wir jetzt tatsächlich die Leute auch umnocken. Und das werden wir jetzt mal tun. Das wird heftig. Ich bin sehr gespannt. Overtime. Wir fallen zugrunde. Wir kennen das ja alles schon. Aber diese Musik ist immer wieder eine schöne Melodie, die ich sehr, sehr gerne höre. Sage ich ehrlich. Guck mal, da sind wir natürlich auch hinuntergefallen. Hier heißt es Thunder Mountain. Und wir dürfen uns natürlich auch einen Namen geben. Und wie es schon so immer war bei Undertale und Undertale-Fangames, werden wir uns in Overtime natürlich auch wieder so benennen, wie ihr das alles schon kennt. Denn insert your codename. 6 Codenamen können wir noch eingeben. Und wir geben als unseren Codenamen natürlich Gretke ein. Ab geht die Fahrt. Ist der Name korrekt? Ja, der Name ist korrekt. Gretke startet in ihr neues No Mercy Run Abenteuer und soll jeden umbringen, der uns vor die Flinte läuft. Das sind wir. Miss Pauling oder wie ich uns gerne nenne und ihr uns nennen könnt, Gretke. Also, schauen wir doch mal. Oi, oi! Hallöchen. Ach, wie geht's dir, Governor? Oh Gott, du musst echt verwirrt sein, nicht wahr? Du bist tot. Also wirklich, vollkommen tot. Glückwunsch! Dein Abenteuer hat geendet, bevor es überhaupt angefangen hat. Ach, komm schon. Guck mich jetzt nicht so an. Okay, ich werde dir was erzählen. Ich werde mich erstmal vorstellen. Ich bin Balloony. Balloony, das Einhorn? Ich bin das, was du nennen würdest, das Ballon-Einhorn, Balloonicorn, wie auch immer. Wie ist dein Name? Gretke. Das ist ein ganz schön beschissener Name. Naja, lass mich jetzt erklären, was hier alles so abgeht. Alright. Das sind wir. Guck mal, juhu. Was zum Fick ist das? Okay, ich verstehe, wofür das ist. Du kannst damit rumlaufen, denke ich. Hey, willst du was trinken? Nein. Hier, bitte sehr, versuch's mit deinem Ding aua! Du dummer Idiot. Du bist in mein Land gekommen und denkst wirklich, du kannst einfach so hier rumlaufen und mein Alkohol trinken? Was für ein Volltrottel bist du? Es war schon immer das Gleiche mit euch Idioten.
chill. Bro, calm down. Ich werde den Boden mit deinem Blut wischen. Hey, nice, wir leben. Was ist hier los? Oi, wo gehst du hin? Das ist jetzt noch nicht vorbei. Du... Und hier wachen wir auf. Es sieht aus wie eine Schublade mit Klamotten drin. Nachdem man sie anprobieren möchte, sind sie wohl nicht für mich gemacht. Und es sind noch nicht mal Klamotten, sondern Ratten. Du merkst doch, ob es Ratten sind. Okay. Hier sind keine Löwen und keine Witches drin. A Wardrobe. Ist das eine Zauberer von Oz-Anspielung? Ich glaube schon, ne? Ja. Oder Narnia. Narnia könnte auch sein. Wegen Schrank und ihr versteht schon. Guck mal! Ach du meine! Und das finde ich immer noch so schön, weil, falls ihr es noch nicht wusstet, Undertale Overtime beruht halt darauf, dass man in die Team Fortress-Welt geschmissen wird. Und der Medic davon ist halt auch in Team Fortress Deutscher. Und es ist so interessant, wenn du dann hier jetzt deutsche Wörter liest, weil du denkst dir so, hä, wurde das jetzt übersetzt oder was? Nein, er redet einfach Deutsch. Was muss sich ein Amerikaner denken, der das Spiel spielt und sich denkt, ach du meine? What? What does ach du meine means? Du bist wach. Ach Gott, das ist schön. Aber ich muss mich entschuldigen. Du musst sehr verwirrt sein, wo du gerade bist. Du warst in einem Koma für 3 ganze Tage und bist jetzt erst aufgewacht. Siehst du, du bist diese Klippe runtergefallen mit deinem kleinen Rollerscooter und du hast dir all deine Knochen in deinem Körper gebrochen. Keine Sorge, sie sind wieder geheilt worden. Aber, wenn ich heute Morgen nicht spazieren gewesen wäre, ich will es mir gar nicht vorstellen. Wo sind meine Manieren? Ich muss mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Sanitator. Du kannst mich einfach nur Sunny nennen. Und, das ist gerade mein Krankenhaus hier. Glücklicherweise bin ich der Grund, warum du noch lebst. Es freut mich, dass die Maschine wirklich jetzt endlich funktioniert. Oh, welche Maschine, fragst du? Lass uns darüber später reden. Erstmal möchte ich, dass du mir folgst, bitte. Nimm ruhig deine Zeit und dann komm in den nächsten Raum. Ich werde dich dort erwarten. Alright. Und ich werde dich töten? Alte. A very adorable door. Eine sehr schöne Tür. Diese Tür ist auch adorable. Versteht, winkt. Diese ist einfach nur geschlossen. Wie gemein. Sieht so aus, als ob jemand eine Uhr auf die Wand gemalt hat. Noch erschreckender ist es, dass sie funktioniert. Der Handuhrentrick von der heißt das Taschenuhr? Nein. Der Armbanduhr, so heißt es. Trick von Patrick mit dem Aufmalen funktioniert also wirklich. Hallo, geht's dir immer noch gut? Gut, das ist schön. Und jetzt hör mir bitte ganz genau zu. Du wirst manche Fallen sehen auf dem Boden. Das sind Überbleibsel von einem alten Security-System von diesem Krankenhaus. Geh nicht in die Fallen oder du wirst dir wehtun. Versuche einen Weg, um sie zu deaktivieren. Ich werde vorne auf dich warten, bis du die Lösung herausgefunden hast. Viel Erfolg! Jawoll, ja. Oh, ist das wieder mal refreshing, so ein komplett neues Undertale-Game zu sehen. Es ist traumhaft. Traumhaft! Der Gedanke, dass Gehirnfunktionen nicht mehr funktionieren, erinnert dich an Termination. Und zwar, dass wir jeden auslöschen sollen. Das ist ja weiterhin unsere Aufgabe. Denn der Twist war eigentlich, dass wir in dem Pacifist Run Freunde gefunden haben. Und jetzt gehen wir ja wirklich unserem Gedanken nach, jeden umzubringen. Fantastisch, du hast es geschafft. Das heißt, dein Gehirn funktioniert weiterhin nach all dem, was passiert ist. Und ich denke, ich muss jetzt ein paar Dinge erklären. Erinnerst du dich an deinen Scooter, den ich eben erwähnt hatte? Naja, er ist komplett kaputt. Du kannst ihn nicht mehr benutzen. Es tut mir sehr leid. Aber ich habe dein Telefon reparieren können. Naja, nicht perfekt. Weißt du, ich konnte einfach es nur so weit reparieren, dass du Anrufe annehmen kannst, aber du kannst niemand anderen anrufen. Hey, guck mich nicht so an. Es war einfacher, das zu programmieren. Ich meine, es war der einzige Weg, es zu reparieren. Das sagen ITler immer. Wie auch immer. Du kannst es jetzt zurückhaben. Bitte folg mir jetzt wieder. Wir haben ein Telefon. Es ist fast so gut wie neu. Naja, aus einem bestimmten Blickwinkel. Wähle einfach Cell in deinem Menü aus, um es nicht zu benutzen, weil du kannst niemanden damit anrufen. Großartig. Jetzt pass bitte auf.
Wenn du in deine Tasche guckst, wirst du einen The Ringer finden. Er funktioniert immer noch. Ich habe damit nichts getan. Ich werde dich auch nicht dafür judgen, dass du ihn dabei hast. Du wirst ihn jetzt genau brauchen. Vor dir ist ein Trainingsdummy. Er sieht genauso aus wie ich. Ich muss dein Zielen testen, weil wegen deinem Unfall und deiner Hand-Augen-Koordination könnte vielleicht ein bisschen darunter gelitten haben. Also möchte ich, dass du dein Zielen übst an diesem Dummy. Aber bitte vergiss nicht, dass in einer reellen Situation du immer nicht die gewalttätige Route nimmst. Du hast vielleicht schon herausgefunden, dass du ein Notizbuch dabei hast mit eine Menge Leute, die angeworben wurden und getötet wurden. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wofür das ist, aber ich denke, du wolltest bestimmte Leute engagieren, um andere Leute auszuschalten. Aber bitte, bitte, sei friedlich. Du solltest diese Probleme mit einer Diskussion regeln können. Du findest vielleicht sogar ein verstecktes Talent oder noch ein anderes. Naja, du kannst jetzt auf jeden Fall dein Shooting testen oder dein Hiring beim Dummy. Bitte geh nach vorne und interagiere mit ihm. Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste das war, um überhaupt unsere Inventar rauszuholen. I don't know. Alright. Testen wir unser Aiming. Tot. No, null Australium. Nur ein alter Dummy, der niemandem wehgetan hat. Können wir die hier auch umbringen? Kuckuck! Wenn du dir nicht sicher bist, wie du einen Gegner besiegen kannst, kannst du ihn dir genauer angucken und Intelligenz über ihn erfahren oder Hintergrundwissen. Du wirst auch sein Damage herausfinden. Wie viel Leben er von dir abziehen wird, wenn er dich trifft. Und du kannst sein Leben natürlich auch mit deinen Attacken abziehen. Und wenn deine Attacke stärker ist, wird es mehr HP abziehen. Wenn seine HP 0 ist, dann werden sie sterben. Aber wenn es tief genug ist, dann können sie vielleicht sogar auch von dir angeworben werden. Und Gewalt für dich einzusetzen, das ist doch das Richtige, was man tun sollte. Kuckuck. Kuckuck, ich bin mir daher nicht so sicher. Wenn du sadistisch bist, dann kannst du warten, bis dein Gegner dich sperrt und ihn dann umbringen, in einem Angriff. Wirst du das tun? Das ist schon krass. Gut getroffen. Ich denke, du solltest jetzt damit aufhören, denn ich wollte das nur an dem einen Dummy machen. Es dauert manchmal ganz schön lange, solche Dummies zu machen, dementsprechend. Bitte folg mir jetzt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es hier ja noch keine Gegner-Encounters gibt, dementsprechend müssen wir hier jetzt noch nicht irgendwie Leute töten. Was ich jetzt möchte, ist, dass du läufst. Ich weiß, das hast du vorher schon gemacht, aber ich möchte sehen, wie weit du laufen kannst. Und deswegen habe ich diese gelbe Linie hier gezeichnet. Folg einfach der Linie. Wie einfach ist das denn schon? Ich werde vorgehen und werde dich vorne treffen am Ende. Viel Erfolg. Natürlich. Verdammt. Da kommen wir nicht. Oh, da oben, okay. Die Mucke! Blumen! Oh, wie schön. Eine ablenkende Blume. Ja, das war korrekt. Die hat mich abgelenkt. Vollkommen. Moin! Sehr gut gemacht. Du hättest noch ein bisschen schneller sein können, aber du hast es hier trotzdem sehr schnell hingeschafft. Gut gemacht. Aber das hier ist nur ein bisschen Training. Ich bin sehr stolz mit dir. Und, ich fühle mich schon sehr viel besser. Ich denke, ich muss dich jetzt aber ein bisschen allein lassen, weil ich muss dir noch etwas zeigen. Könntest du so nett sein und hier warten auf mich? Es wird nicht lange dauern. Dieses Krankenhaus ist alt und gefährlich und du könntest dich verletzen, wenn du hier herumläufst. Und nach all dem, was passiert ist, möchte ich das nicht riskieren. Aber wenn du irgendwas brauchst, dann ruf mich einfach... Ehrlich gesagt, wart einfach hier. Bis gleich. Tja, wir können dich nämlich nicht anrufen, weil unser Telefon nicht gut repariert wurde. So, aber ich möchte mindestens einen Counter. Die Ruinen von diesem alten Krankenhaus zu sehen, erinnert dich an deine Termination. An deinen Grund, weswegen wir hier sind, und zwar alle umzubringen. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein schwarzes Brett mit alten Zeiten drauf. 4.2.2007.
Sunny hat ein Grinsesmiley in die Ecke gemalt. Whatever this means, nobody knows. Zwischen den Cupboard und der Wand ist eine medizinische License. Sunny muss sie hier verloren haben. Naja, oder... Der Boden ist ganz nass, weil die weinende Katze ihre Tränen darauf hingelegt hat. Und wir sind hingefallen. Auf ihren Tränen ausgerutscht. Alter, diese Knarre, die wir ihr einfach ins Gesicht halten, wie krank, Bruder. Ach du Scheiße. Guck dir das mal an. Okay, das ist... Könnt ihr euch bitte diesen Timestamp hier merken? Das ist das Gesicht, was ein Psychopath hat. Ich weiß nicht, was ich da gerade selbst in der Facecam gesehen habe. Ich habe Angst vor mir selbst. That was fucking terrifying. Diese No Mercy Runs, die lösen irgendwas in mir aus. Ich weiß es auch nicht. Die sind... Ich habe einfach nur echt große Angst. ja, gut. Ich würde jetzt eigentlich liebend gern auf dem Thumbnail diese Katze machen, die weint mit der Knarre davor. Aber ich bin mir zu 1000% sicher, dass YouTube mit dem Thumbnail ein Problem hätte. Ich weiß nicht warum. Ich hab's irgendwie im Gefühl, dass YouTube damit ein Problem hätte. Okay, was geht hier ab? Okay, das wird einfach nur enger. Ah. Oh, der hält sogar noch einen aus. Hör mal. Übrigens, ihr könnt euch freuen, es gibt auch in diesem Spielchen später, so wie in Undertale, einen extrem pervers schweren Endkampf. Also so Sans schwer, aber noch schwerer als Sans wohl, was die Community schon dazu gesagt hat. Ich freue mich. Ich freue mich. Die letzten Parts dieses Projekts werden die Hölle. Es ist immer wieder toll, Projekte zu haben, vor dem man Angst hat. Das ist schön. Das ist schön. So, wenn wir jetzt speichern, müsste da doch stehen, wie viele uns noch fehlen, korrekt? War das nicht so? Anscheinend nicht. So, aber eigentlich können wir auf jeden Fall ein bisschen weitergehen, weil man kann ja diese ganzen Gegner-Encounter hier immer überall sammeln. Diese Tür öffnet sich nicht. Hinter dem Schlüsselloch ist eine helle rote Farbe. Es ist wohl nichts Wichtiges in diesem Raum. Du kannst von den Kämpfen auch fliehen. Aber manchmal kann dich ein Feind auch dort halten. Aber manchmal ist Fliehen die einzige Option. Ach, ich und Fliehen, ich bringe alle um. Unsere Währung hier heißt Australium. Sie wird mit A, AU oder AUS abgekürzt. Und Leute, die wir anwerben, die geben uns Australium dafür. Du kannst sie aber auch einfach umbringen und das Australium von denen klauen. Naja, deine Wahl. Ich glaube, ich nehme die Wahl. Die finde ich ein bisschen besser. Okay, was müssen wir hier wohl machen? Willkommen zum Manual of the Manco Home Protection. Dieses Sicherheitssystem wird alle Intruder, die hier durchlaufen und manchmal auch ein paar Haustiere erstechen. Sehr gut. 3-Digit-Code. Den Code einstellen und den Code eingeben, um die Spikes zu deaktivieren. In case you're prone to forgetting codes, write it down somewhere. Kalender. 2.4.7, oder? Oh, fuck. I fucked up. War das nicht der 2.4.7? Was passiert, wenn man da jetzt draufläuft? Es war nicht der 2.4.7. Aber welcher war's denn? Wir können übrigens leider nicht rennen. Ich hab's schon ausprobiert. Dafür haben wir noch nichts. Leider, leider. Aber kein Problem. So haben wir eine größere Chance, auch hier schön auf Gegner-Encounters zu treffen. Hallöchen. Es wäre so gut für dieses Thumbnail, das da drauf zu packen. Mann, Freunde, wenn ihr Audible Menschen, wenn ihr das Thumbnail seht, was jetzt in der ersten Folge ist, denkt euch einfach, ich hätte das hier als Thumbnail genommen. Denkt es euch einfach, okay? Ich kann das leider nicht umsetzen, das darf ich nicht. Ich glaube, da kriege ich Probleme. Was war der? 4.2.7. Warum teste ich nicht, ob's so rum ist? Oh Mann, das hätte man wirklich testen können. Janik, du Dödelmann. 4.2.7, jawohl. Auch das sollten wir hinkriegen.
Alright, alright, alright. Aber ihr seht dann jetzt ja auch schon, was euch hier in diesem Projekt erwartet. Ein vollwertiges Undertale-Fangame. Falls ihr es noch nicht getan habt, ich empfehle euch sehr, den Pacifist-Run zu sehen, weil der ist schon komplett auf YouTube. Und, hab aber trotzdem sehr viel Spaß, dass wir das hier jetzt zusammen auch im No Mercy Run erleben dürfen. Hallo! Es sieht so aus, als ob jemand einen Hut hier unten liegen lassen hat. Sieht so aus, als ob es auf einem Surfbrett gerade einfach rumliegt. Du möchtest den Hut aufheben? Oh! Geht's dir gut? Kann hier ein Geist nicht einfach mal in Ruhe schlafen? Oh Gott, ey, ich dachte, ich könnte hier mal ein bisschen pennen. Ist ja nicht schlimm genug, dass ich hier in diesem miserablen Zeug rumstehen muss. Dass ich gestorben bin für absolut gar nichts. Warum findet das Leben immer noch einen Weg, um mich zu stören? Wann endet der Schmerz endlich? Warum kann mich nie jemand alleine lassen in meiner Misere? Oxy, du hast eine Waffe. Ich weiß, weswegen du hier bist. Naja, dann auf geht's. Hier kommt Sophenia. Ich wusste es. Du bist nur eine andere Pest. Du hast nur dich selbst in deinen Gedanken und du wirst alles töten, was in deinen Weg kommt. Ach, bist du ein Vollidiot. Das ist egal. Komm, komm. Dafür, dass du das benutzt hast, sollst du meinen Fluch auf dich nehmen. Hab Angst vor dem Tag, wenn ich zurückkehre, weil es wird der Tag sein, wo dein Leben endet. Bro! Room A. Kannst du es noch ein bisschen gruseliger machen? Eine dreckige Spritze, die wird uns mit Sicherheit heilen. The note on the wall hieß 1 plus 1. Okay, 1 plus 1 ist 2. Falls ihr es noch nicht wusstet. Möchte euch nicht zu nahe treten. Room D. Ja, ich möchte erstmal in Room B. Also. 2. Vier. Korrekt? Ja. 2, 4. 2, 4. 16 durch 2 sind 6. Nein. 8. Ja. 2, 4, 8. Warum denn Matheaufgaben, Alter? 2, 4, 8. Was fehlt hier noch? Oh! Hallo! Guck mal, und direkt als ersten Part kriegt ihr hier voll die XXL-Folge. Wenn das nicht nett ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, ihr freut euch, Freunde. Ich hoffe, ihr freut euch. Wir sind übrigens immer noch Level 1. Kriegen wir überhaupt Erfahrungspunkte? Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Hätten wir nicht schon langsam ein bisschen was bekommen müssen? Wir kriegen irgendwie immer nur von dieses Aurelium, Australium aus, ne? Mhm. Au, 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 au. 248 ist der Code. Den muss ich mir weiterhin gut merken. 16 Australium. Wir kriegen nur die Dings. 7 minus 2 sind 5. 2, 4, 8, 5. Testen wir's. 2. Oh. Ich bin mit meinem fetten Arsch da rübergelaufen. 2. 4. 8, 5. Fuck. Find the numbers in the room and sort them by the letters of the room A to D. Aber das ist doch korrekt, oder? Oder ist hier oben B? Das wäre ja komplett dumm. Oh. 2, 5. Nee. 2 war der erste. Dann 8. 5, 4. Nee. 2, 8, 4, 5. Muss es dann, glaube ich, sein. That's how you do it. Alright, ich würde gerne nochmal speichern, wenn mir hier die Möglichkeit irgendwo gegeben würde. Oh!
Wir haben endlich ein Brecheisen. Endlich ein Schwert, was gut ist für einen Wächter wie uns. Durch Wände zu kraxeln. Die Army wird dich hassen. Aliens werden die Erde besuchen, nur um mich zu treffen. Wir werden ein Held sein. Geschichten werden über mich geschrieben werden. Wir werden eine großartige Ikone. Oh, das Brecheisen ist in zwei gebrochen. Nice. Toll. Schön. Das ist ja super. Okay. Wie läuft's momentan, so die Türen zu öffnen? Encounter by a still, once you murder every single one of them. Wenn du alle alle tötest, welchen Weg wirst du nehmen? Keinen von beiden. Jemanden heiern, das wollen wir so oder so nicht. Nee, auf gar keinen Fall schon zu ihm gehen. Oh boy, das wäre jetzt ziemlich schief gegangen. Ich hoffe, ich habe es jetzt noch nicht irgendwie gerickt oder so. Dürfte aber nicht. Alright. Aber dann haben wir heute auf jeden Fall einen ziemlich guten Start hingelegt. Für Overtime, für den No Mercy Run. Ich würde es halt am liebsten eigentlich so weit auf die Spitze treiben, bis da jetzt steht, dass uns niemand mehr im Wege steht. Aber ich weiß nicht, wie viele Gegner-Encounters es sind. Und wenn ich mich recht entsinne, waren das in den ersten Ebenen mit den Gegner-Encounters immer ziemlich viele. Also irgendwie wirkt das immer so, als wären es sehr, sehr viele. Lol, ich wusste nicht, dass der da komplett durchzieht. Dafür gibt's auf die 12! Das gab ziemlich auf die 12, oh boy. 8 Australium. Heißt das wirklich Australium oder lese ich es die ganze Zeit falsch? Ist das so ein Mandela-Effekt? I don't know. Steht jetzt hier, wie viele noch fehlen? Tatsächlich nicht. Ha. Ja, ich wüsste es schon gerne, weil ich würde gerne hören, wie hier die Musik so komplett abdriftet, weil wir alle getötet haben. Und ob wir vielleicht auch einen anderen Blick bekommen. Und natürlich ist es auch interessant zu wissen, wie Sunny dann im nächsten Part darauf reagieren wird. Och Gott. Das wird schon wieder alles so spannend in diesem Projekt. Ich freue mich wie Bolle. Ich freue mich, Freunde. Ich freue mich sehr. Und ich hoffe, ihr freut euch natürlich genauso. Ihr könnt mir das am besten natürlich, typisches YouTube-Vokabular, ihr kennt das. Aber ihr könnt es mir wirklich am besten immer zeigen durch Daumen nach oben, durch Kommentare. Und wenn ihr einfach gehypt seid, wenn die Folge mal rauskommt. By the way, für alle, die sich immer so fragen, wann die Folgen rauskommen, die kommen meistens täglich. Manchmal auch jeden zweiten oder dritten Tag erst. Kommt dann immer drauf an, wie ich es schaffe, die Folgen aufzunehmen. Aber meistens gegen Mittag. Also meistens kommen die so gegen 13, 14 Uhr raus, wenn ich es denn gut schaffe, die aufzunehmen. Aber ihr findet die ja auch, wenn ihr den Sub da lasst, immer in der Abo-Box fein säuberlich sortiert für euch. Oder auf dem Kanal. Ich habe echt eine Menge jetzt aufgeräumt, dass ihr die ganzen Undertale-Fangames, die wir bisher gespielt haben, alle dort zusammengesammelt findet. Ohne Probleme. Müsst ihr einfach mal auf den Kanal gehen, dann ein bisschen runterscrollen. Da sind super viele Playlists. Eine Playlist für alle zusammen, dann noch Playlists für einzelne größere Projekte. Es ist sehr, sehr schön sortiert und ihr könnt euch das da schön reinfahren. So, wir laufen jetzt hier noch kurz ein bisschen rum. Der Part ist eh schon Asbach lang geworden. Jetzt ist es auch nicht so schlimm, weil wir jetzt noch so lange hier rumpopeln, bis wir wirklich jeden umgebracht haben, der uns noch im Weg steht. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das können wir auch noch fix machen. Außer es dauert jetzt noch, keine Ahnung, 10 Gegner-Encounter. Das wäre vielleicht a tad too much. Aber ich möchte euch meine honest opinion auch geben, wenn ich das erste Mal sehe, dass da niemand mehr auf uns wartet. Und ich hoffe, dass das bald soweit ist. Oh boy, oh boy, oh boy. I am hyped. Nice, 5 Australium. Was war das? I don't know. I don't know. Komm schon! Gebt mir noch einen Gegner-Encounter und sag mir am besten, dass niemand mehr auf uns wartet, weil wir alle ruchlos umgebracht haben. Ah! Can't you just die? Die in a fire pit? Sehr schön. Komm, 2 Gegner-Encounter mache ich noch. Da gucken wir, ob wir es schon schaffen. Und sonst suchen wir die letzten Gegner-Encounter noch im nächsten Part. Komm schon, komm schon. Komm schon. Come on,
Come on. Give it to me. Wie gesagt, ich dachte, dass das damals... Also ich glaube, im normalen Undertale wird das auch bei den Save Points angezeigt, wie viele noch fehlen. Ziemlich sicher sogar. Komm schon. Komm schon. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. This can't be real. Als ob uns das da getroffen hat. Wow. So, einen Gegner-Encounter gucken wir noch. Wenn es der nicht ist, dann soll es erstmal nicht sein. Komm schon. Show me. Zeig mir den Screen, den ich sehen und hören will. Es hat auch bisher immer geklappt, dass ich gesagt habe, oh ja, das ist jetzt der letzte und dann kam es meistens. Komm schon. Komm schon. Show me. Show me. Show me. Oh. Und ich dachte, es wäre soweit. Weil es so ein bisschen gedauert hat. Naja, besiegen wir den ja auch. Zack. Australium. Heißt aber wirklich so. Aber hier steht nicht dran, wie viele wir tatsächlich noch töten müssen. Stand da gerade 20 Minuten 7 spielen wir schon. Alright, jetzt weiß ich, warum da noch nicht steht, dass wir länger aufnehmen. Nun gut, Freunde, das war der erste Part von Undertale Overtime. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben, ein Abo da. Schaut in den Pacifist Run rein, schaut in die anderen Fangames. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir herausfinden, ob wir es mit Gret geschaffen, auch in diesem Spiel ein ruchloser Mörder zu werden. Und wen wir auf dem Weg alles so wiederfinden, wen wir auch so umbringen werden. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an den Pacifist Run und ich erinnere mich an ein paar Leute, wo es mir im Herzen wehtun wird, wenn wir die umbringen werden. Ich laufe jetzt hier gerade noch so ein bisschen wild rum, weil ich gucken möchte, ob wir jetzt vielleicht doch noch die Lösung kriegen, dass da steht, dass niemand mehr kommt. Komm schon. Komm schon. Ah, Freunde, das ist wie so eine Sucht. Ich möchte nicht aufhören, bis es da steht. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü.